Willkommen zum letzten Tag mit Lance's Voiceless Voice Deck. Im letzten Part haben wir ein paar Sachen korrigiert, manche davon waren dringender als andere. Ja, manches ist einfach Test und jetzt schauen wir mal, wie der Test läuft. Yu-Gi-Oh! Spielen gegen Who Ran Zone. Offensichtlicher Wortwitz ist offensichtlich. Mann. Der Plan wäre jetzt einfach Combo zu ziehen und dann passt schon. Ja, also, ich meine. Das ist direkt interessant, wie man es ausspielt. Ich glaube, man fängt an, wenn eins von den beiden nicht resolved, spielen wir eh nicht, ne? Es muss eh beides resolven. Insofern können wir auch gerade so gut mit dem Diviner anfangen. Ja. Okay, Sentrias. Ne, jetzt muss Saphira nicht mehr unbedingt resolven. Jetzt spielen wir auch, wenn Saphira nicht resolved. Ja, das kam hier schon mal durch, das ist schon mal gut. Ja. Dann haben wir mal Saphira. Dann, ich glaube, wir tributen. Hier geht direkt alles mit, durch. Ich glaube, wir tributen mit dem Ritual Spell von der Hand. Ja. Ja, aber wir haben Radiance schon. Da können wir den Saphira aufheben, den Saphira-Effekt. So, dann natürlich Chainlink 1 Diviner, Chainlink 2 Skullguardian. Hallo, hallo. Halt, wartet, das ist Skullguardian. Nein, das ist der Ad. Ja, das ist der Ad. Der nicht so Rave ist, sondern den Pendel Dude. So, und jetzt hallo, hallo. Ja. So, Low angelt sich natürlich Barrier und Barrier angelt sich Blessing. Mangels Option. Mhm. So. Nein, immer noch kein Trias, bitte. Nee, aber jetzt können wir mal Saphira benutzen, um den hier zu holen. Geil. Genau. So, nicht anketten, bitte. Tributen wir mal low. Und dann Effekt low. So, Trias macht ja Activate Blessing. Addback Saphira. Ist der einzige sinnvolle Addback, den wir haben, ja. So, ja, wie gesagt, Trias macht gerade nicht. Trias sag ich schon. Wie heißt er? Ja. Genau. Dynamondo, so, danke. Nein, natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, Dynamondo macht gerade wenig Sinn, weil wir haben keine Targets mehr für Lots zum Searchen. Genau, dann setzen wir noch die Imperm und dann sagen wir Go. Genau. Dann soll er mal. Ja, Trias, du bist im Grave. Wir wissen's. Ja, das könnte relevant werden. Ja, aber jetzt noch nicht. Trias hat halt actually einen Effekt im Grave. Ja, aber wie gesagt, jetzt noch. Okay. Ja. Das macht Sinn. Jo. Der Tactical Conceit an der Stelle. Genau. Denn jetzt ist nicht okay, was, jetzt ist nicht gegen was wir ran müssen. Ja. Ich denke aber nicht, dass es Tenpai ist. Weil Tenpai hätte versucht reinzuspielen. Von daher würde ich einfach mal ins Blaue hinein die drei Mulchamis boarden.
Und ich glaube raus. Der Prosp. Und vielleicht ein Skull Guardian raus, going second. Und ich meine, es ist nicht so, als ob ich durch zwei Skull Guardians durchkomme. Ja, ja, nee, wir brauchen den zweiten Skull Guardian eigentlich. Also, ich denke trotzdem Prosp und dann vielleicht ein Ritual Spell und ein Pre-Prep. Oh, mit einem Ritual Spell wird aber auch eng. Also eine Pre-Prep sehe ich, aber ein Ritual Spell. Weil wir brauchen ja auch einen für Saphira. Dann nimm von mir aus eine Handtrap raus. Vielleicht eine Ash, weil Doppel-Ash ist ein bisschen tot. Oder eher ein Dominus-Purge, Nee, Quatsch, den Pendel-Dude, der geht raus. Und der Dominus-Purge wieder rein. Genau. Okay, versuchen wir's. Ja. Weil der Pendel-Dude wird wirklich gewaltig viel schlechter, wenn man Second geht. Okay, hui. Yep. Oder? Ja, schon, oder? Ja, einfach feuern. Weil ansonsten normalt als allererste Aktion und dann... Oh, warte, wir gehen first. Ach so, ich dachte, dass du... Oh. Oh. Also es ist doch Tenpai. Ha. Ja, dann machen wir den einen Effekt, den wir haben, ne? Ja. Ich meine, selber schuld, man hätte es sehen können. Ja, dass unsere Uhr das Ticken anfängt, ne? Ja. So. Ja, dann set go. Jo. Haben wir irgendwas davon, das zu setzen? Ja, weil wenn man das Ding nicht von der Hand aktiviert, sondern von gesetzt, kann man Dark-Effekte noch aktivieren. Das heißt, dann ist SP nicht tot. Ah ja, okay. Und Ash, for what it's worth. Okay, aber den Molchami so wegzuschmeißen war natürlich stupid. Ja. Dann, ja. Da haben wir nicht aufgepasst. Ja, es ist Omega. Da muss man immer erwarten, dass man mal random, einfach second geschickt wird. Dass man random einfach first geschickt wird von sonst welchen Decks, wie zum Beispiel von so einem Scheiß. Okay. Hallo Ancient Gear. Ja, das Rating wurde resettet, ne? Das heißt, man spielt wieder gegen jeden Blödsinn auf diesem Planeten. Wir sind übrigens tot. Wahrscheinlich, ja. Aber wir können ihn zumindest mal noch machen lassen und sehen, ob er das mit irgendwas Weirdem kombiniert hat, damit wir zumindest im dritten Duell wissen, was auf uns zukommt. Oder ob das wirklich pure Ancient Gear ist. Dark Golem, was macht der denn? Ja, nee, den Effekt braucht er nicht. Nee. Er kriegt auch so schon einen anderen 3K-Stock aus dem Deck, oder? Nee, oder? Nee, das hier macht was anderes. Nein, er kriegt doch jetzt den Town-Effekt. Achso, Den Geartown-Effekt, oder? Hat er den nicht gefizzelt? Weil das ist ein When-Effekt. Oh, true. Na, anscheinend kriegt er ihn, okay. Oder? Okay. Das ist Surge auch wieder. Das können wir auch negieren, theoretisch. Ja. Machen wir. Aber wir sterben einfach am nächsten großen Stock. Ja, ein 3K-Stock reicht nicht. Er braucht 3-3. Ja. To be fair, die Molchami hätte uns bis jetzt eh noch keine Karte gezogen, weil er hat noch nichts von der Hand beschworen. Das kam beides aus dem Deck. Ja. Und das misst nicht Timing, die Geartown, weil der Spell sagt, and if you do, das heißt, die beiden Sachen passieren gleichzeitig. Ah, okay. Aber es gab irgendeinen Ancient Gear-Effekt, der die Town zerstört hat, ohne die Town zu triggern, weil das nicht clever geschrieben war.
Was sie mal geändert haben, ist, dass Geartown über Geartown aktivieren nicht mehr funktioniert. Das funktionierte mal. Ja, dass du einfach mal den neuen Fields drauflegen kannst und dann wurde sie zerstört und dann hat sie getriggert. Unter alten Fields, unter Master Rule 3 ging das noch. Ja, genau. Weil da der Fieldspell zerstört wird, wenn ein anderer aktiviert wird, auch wenn es dein eigener ist. Jetzt wird er nur noch auf den Friedhof gelegt, ne? Ja. Deswegen auch zweiter Fieldspell, by the way. Mhm. Und das ist natürlich nicht once per turn, weil das ja klar ist. Nee, zu alt. Ah, Ancient Gear, holy... Also ich meine, ja, Ancient passt schon mal, aber... Ich meine, sie haben neuen Support bekommen. Glaube ich. Wann? Das Structure Deck ist 5 Jahre alt. Ist dieser Dark Golem nicht neu? Nein, der ist 5 Jahre. Ach so, der Dark Golem. Ja, das der, könnte der sein. Der ist doch neu, der ist doch neu. Vorher wir hatten schon mal einen anderen Ancient Gear Golem Retrain, aber der war es nicht. Das kann sein, ja. Aber die Kombo ist eigentlich schon ganz nice, ne? Weil du kriegst... Also die Kombo mit Geartown und dem Spell, weil der Spell specialt was aus dem Deck, was sucht. Die Geartown specialt was aus dem Deck, was sucht. Und dann linkst du die beiden in Viech übereinander, was sucht. Ist das Kill? Nee. Ja, hier, der kam in Legacy of Destruction. Der Dark Golem, der kam in Legacy of Destruction. Okay. Also rein technisch gesehen leben wir noch. Eine Apo kann er ja nicht bauen. Nee, Geld liegt hier keiner. Wenn wir jetzt einen Diviner von oben nachziehen. Was ist das jetzt? Once per turn you can tribute. Weiter konnte ich nicht lesen. Once per turn you can tribute on monster. Draw one card. Okay. Deswegen will auch das Deck second gehen, weil der sich bei ein paar Sachen lockt, dass er nichts runtersetzen darf. Ja. Und wenn man first gehen will, ist nichts runtersetzen dürfen ein bisschen schwierig. Die kenne ich noch vom Artwork. Nicht was sie kann, ja. Aber ich kenne das Artwork. Wolltest du zerstören, das war das interessante Teil. Ja, dann kriegst du wieder ein Ancient Gear. Ich meine, der Protection-Effekt ist auch nicht komplett irrelevant. Ja, wenn er mal in Board reinspielt, dann ist das was man sich merken kann. Okay, das ist nicht so geil. Das hat gerade unsere potenziellen Follow-ups... Okay, haben wir eh nicht. Wir haben kein potenzielles Follow-up gezogen. Okay, wir sind hier fertig. Alter, ich will doch nur so rendern, danke. Gut, also. Okay, wir gehen first. Ja... Also, wir wollen die 5 Floodgates, wir wollen die, wir wollen den Pendeldude, den Prosp und die Pre-Prep wieder haben. So, was tun wir jetzt raus? Der Magnamut kann raus. Ja, weil der hat nur Earth-Monster, glaube ich. Ne, er hat, glaube ich, auch ein paar Dark-Monster, aber nicht viele. Die Mulchamis fliegen natürlich wieder raus, aus offensichtlichen Gründen. So, Engine können wir keine cutten. Nee. Das heißt, wir cutten jetzt nur Engine. Wir können hier so Handjab-mäßig. Welche Non-Engine war gefühlt am schlechtesten? Ich glaube fast... Ich meine, wenn er das Castle umdreht, ist es eh irrelevant, weil dann können wir keine Effekte mehr als Reaktion aktivieren. Ich glaube fast Veiler ist am schlechtesten, weil der hat diesen Castle-Effekt, der sagt, dass wir seine Viecher nicht zielen dürfen. Na? Was halt Veiler und Imperm abstellt. Aber Imperm ist die bessere Kombo mit Dominus Purge, falls wir das ziehen. Also ich würde die Veiler raustun. Und... Eine Ash? Nee. Wenn dann eine Imperm, weil wir tun ja auch Traps rein. Ja, sehe ich. Genau, ich würde es glaube ich so machen. Na dann, ship it. Weil der hat halt dieses Ding, was sagt, dass wir nicht zielen dürfen. Ja. Und Abfahrt. So, dann würden wir gerne freiwillig first gehen, wenn es recht ist. Ja. Ah, es funktioniert. Das funktioniert sogar richtig gut. Ja. Die
Frage ist bei sowas immer, wie man da startet, aber ich glaube, wir starten Barrier. Ja. Und gucken mal, ob die sich ein Ogre fängt. Oder eine Ash, weil die wollen wir eigentlich geasht haben. Nee, okay, hatte ich mal nein. Gezuckt. Dann Low. Ja. Dann haben wir keinen Droll kassiert. Dann Activate Saphira. Okay, weder Ash noch Droll. Das macht es sehr viel einfacher. Ja. So, Skullgarden haben wir ja schon. Also den. Nee. Wir suchen hier den Soravis, weil wir kriegen den Search, den Pendel-Idioten kriegen wir vom Skull Guardian Search. Also. Und so können wir den vor Sachen beschützen. Ja, sehe ich. So, dann hallo Lo. Dann, ich überlege gerade, ob wir irgendwas davon haben, Lo zu normeln. Ich meine, sie wird dann nochmal den Search kriegen, aber den kriegen wir ja eh, wenn sie resummoned wird von der... Ja. Von der Ritual wir Summon, also. Haben so oder so den Soravis als Protect. Nein, wir normeln Low, weil das spielt einen Ticken besser um Diddy Crow oder so rum. Dann. Ja, sehe ich, okay. Blessing, Radiant. Weil kriegen wir den Ritual Spell, wenn wir Blessing jetzt nicht nehmen, weil Blessing kann ja Ritual Spell adden und dann haben wir Ritual Spell plus Saphira. Weil wir brauchen ja beides, wenn wir den Odd-Eyes noch dazulegen wollen. Blessing, Radiance kann uns auch an das nächste Target ranbringen. Na, wobei, ja, wir nehmen Blessing. Stimmt schon, passt schon. Wir nehmen Blessing. So. Dann Effekt Saphira. Na ja, gut, so rum oder so rum. Warte, wir können auch mit Prayer den Odd-Eyes holen, ne? Nicht nur mit Saphira. Ja, aber das ist jetzt gerade nicht der Plan. Wollten nur sicher gehen. Ja, ja. So, hallo Skullguardian. Genau. Tribute Law. Dann hätten wir gerne Chainlink 1 Low, Chainlink 2 Skullguardian. So, dann sucht er jetzt den Odd-Eyes. Genau. Dann können wir Blessing triggern und darüber Ritual beschwören. Und dann tributen wir den, aus offensichtlichen Gründen tributen wir dann den Soravis weg. Ja, weil Loro kann ja nicht wiederkommen. Ja. So, dann auch Re-Add. Genau. Dann, und dann Nadir Servant. So. Send, einfach Draw-Karte. Dann ja. Ja, okay. Genau. Dann, Summon Maximus. Activate. Und dann Effekt Maximus für... Ja, Omega und Harald, oder? Nee, Harald und Ferrigit. Und dann Chainlink 1 Ferrigit, Chainlink 2 Harald. Erstmal warten, dass er wegsendet, aber ja, darauf wird es hinauslaufen. Das Schöne ist, da wir Turnplayer sind, wenn er irgendwas mit Effekt reinlegt, sind wir Chainlink 1 und 2. Okay, nichts. Okay, nichts Interessantes. Also, wie gesagt, Chainlink 1 Ferrigit, Chainlink 2 Harald. Weil dann können wir nämlich das gesuchte Ritualmonster direkt wieder reinlegen. Jo. Also wir suchen jetzt entweder Spell oder Skullguardian, komplett egal. Ja, wir legen sie wieder rein. Ja, ja. Oh! Genau, und dann fliegt der Skullguardian wieder. ZZ Pass. Jo. Ja, das sollte nicht zu verlieren sein. Ne, wir haben ein bisschen arg viel jetzt gerade. Er bräuchte schon... Was bräuchte der? Super Poli zu irgendeinem anderen Scheiß.
Ja, das. Spells Traps, das negieren wir mit dem Pendel Dude. Jo. Dann wird jetzt das Droplet kommen. Jo, soweit so obvious. Aber damit wir nicht darauf reagieren können, müsste er Monster und Trap wegsenden. Und das hat er nicht, er hat zwei Spells weggesendet. Ja, dann negieren wir es mit Skull Guardian, weil das Judgment kennt er nicht. Jo. Ja. Ja, weil dafür haben wir dann hat er keine Monster-Effekte in der Battle Phase. Genau. Und das ist bei dem actually so ein bisschen interessant. Gibt es ein Argument, ihn in die EMC zu legen? Ich finde, wir brauchen den Platz nicht. Brauchen wir den Platz? Nicht wirklich. Nur wenn wir jetzt in unserem Zug nochmal Low wieder bekommen könnten und die Chance dafür ist eher gering. Und auf die Art können wir linken, ohne ihn benutzen zu müssen. Ja. Man hätte ihn in Death holen können. Falls er noch einen Lightning Storm hat. Oder warte. Darf er noch einen Lightning Storm machen? Nee. Ja. Nee. Ja, aber die Frage ist, ob wir ihm die Aktivierung oder den Effekt negiert haben. Ich glaube, wir lassen das resolven und judgmenten dann eventuell potenziell das, was er damit sucht. Ja, okay, sehe ich. Weil es gibt hier gerade nichts, was wirklich stört. Selbst wenn er jetzt technisch gesehen Superpoli suchen würde. Na? Ja, Judgment. Jo. Okay, wir haben noch einen Negated, noch zwei Karten. Mach was draus. Advance ist... Adden. Nicht okay. Dann negieren wir's. Ja. Wir haben ja eine Trap and Grave, also von daher. Mhm. So, Kollege, letzte Handkarte. Ja, das macht nix. Nee. Puh. Aber wenn der Search resolved wäre, wäre das actually noch Kill gewesen. Holy crap. Also seine Hand war. Was? Ach, das geht? Das hat einen Grave-Effekt, gut zu wissen. Sind wir jetzt tot? Hoffentlich nicht. Neues Fusionsviech, was ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Der 4000er? Ich weiß nicht. Killt er durch das Board? Nee. Keine Ahnung, ich kenne ja die nicht. Also, hätte ja sein können, dass der irgendwie sagt, er darf 20 Mal über alle Monster drüber angreifen und nebenbei auch noch was auch immer. Ja, das tötet. Oh, wir haben Dingens aktiviert. Judgment. Stimmt, dann sind wir doch tot. Ja, hab Judgment nicht auf dem Schirm gehabt. Weil der ist auch noch von Spells und Traps unaffected, das heißt, der ist von dem Lock nicht affected, dass er nur das Ritual Monster angreifen darf. Ja, ich habe vergessen, dass ich hatte Judgment vergessen. Aber wow, hatte der eine Hand. Das war Lightning Storm Thrust. Ja, er hatte halt die Karte, die die Combo initiated und dann fünf andere Karten, die wir alle negieren mussten. Ja, Lightning Storm, Thrust, Droplet, Two-Card-Combo und ein Random Disc. Und den Disc hat, der auch noch den Graveyard-Effekt hat. Ja. Hätten wir das anders spielen können? Welchen Effekt hätten wir uns denn leisten können, nicht zu negieren? Ich glaube, wir hätten ihm den permanenten Spell lassen können. Na, wobei, nein. Oder? Doch, den hätten wir ihm lassen können. Nee. Warte, wenn wir ihm Wenn wir das Problem ist, wenn wir ihm den permanenten Spell lassen, darf er sich die Fusion damit suchen. Weil ich glaube, die heißt auch Ancient Gear. Ja, heißt sie. Na?
dann darf er sich damit die Fusion suchen. Und dann hat er die plus dann noch Feedspell dann, aktiviert er den Feedspell, dagegen können wir nichts machen. Dann banisht er, specialt den Dude aus dem Deck. Dagegen können wir auch nichts machen, weil Dominus Purge kann nur auf Add. Und dann können wir den negieren. Dann hat er aber trotzdem die Fusion. Wie kann die Fusion aus dem Friedhof? Ne, nur Hand of Field. Was? Also ein random Stock baut den... Hä? Moment. Ach nee, warte. If you use... Warte, wie das nochmal? You can... Genau. Ah, okay. Dann kann er auch, und der Dark heißt auf dem Feld Ancient Gear Golem. Okay, also das heißt, wenn wir auf den Dominus Purge gemacht hätten, unter der Voraussetzung, dass er überhaupt den Effekt aktiviert, dann wäre es gegangen. Ja. Weil dann darf er nicht aus dem Deck fusionieren. Ja. Aber das... Okay, wir hatten halt den Graveyard-Effekt von dem Ding nicht auf dem Schirm. Ansonsten... Warte, aber dann negieren wir es trotz... Nee, dann negieren wir es nicht. Dann negieren wir den permanenten Spell nicht, weil wir dann wissen, dass wir an letzte Karte Ancient Gear Town verlieren und die hat man viermal im Deck. Na? Ja. Aber... Chapeau, ey. Das war stabil. Tja. Dann Deckbewertung. Ja. So, das hier war das ursprüngliche Deck. Und das hier haben wir draus gemacht. Ja, sind mehr Änderungen, als es auf den ersten Blick einen Anschein hat. Voiceless Voice an sich, kein schwaches Deck, aber seine Hochzeit hat es hinter sich. Ist einfach so. Ja. Es ist halt irgendwie ein Two-Card-Combo-Deck, was gefühlt ein halbes Jahr nachdem es released wurde, sich jetzt schon komplett outpower-crapped anfühlt. Was in erster Linie darum liegt, dass das, was gerade rumhin, einfach absolut dumm ist. Ja. Gegen das, was ich ein Jubeldeck oder so machen kann, ist das, was Voiceless tut, halt ein ultra schlechter Witz. Hm. Trotzdem ein saucooles Deck, ich mag es sehr gerne. Aber wirklich gut ist es leider nicht mehr. Relativ gesehen. Und, naja, bei PvP ist alles relativ. War es aber nicht, dass man alles aufs Deck schieben kann. Wie gesagt, es gab schon so ein paar Sachen, die man nicht so machen sollte. Ja, also, dass der eine deiner Mondo war nicht so Premium. Fenrir kann man sicherlich machen. Ich mag nur Handtraps lieber, aber eben das Seine und in einer grundsätzlich schwächeren Meta kann man Fenrir bestimmt machen, so auf Local Level, wo du gegen irgendwelchen Schmarren spielst. Also Fenrir ist deutlich besser gegen Rogue-Gedöns, weil der auch alleine Spiele gewinnen kann, wenn Voiceless dir gestoppt wird. Aber gegen Top-Meta tut Fenrir halt gar nichts. Da willst du dann lieber eine Handtrap haben, dass er nicht dazu kommt, Blödsinn zu machen. Ja, das ist natürlich immer die Sache, wo gehst du hin? Mit dem Deck. Ja, genau. Also für gerade explizit für Locals würde ich, und vielleicht auch noch für Regionals, könnte ich mich zu Fenrir überreden lassen, auf einer YCS niemals. Genau, zu allem anderen haben wir unsere Meinung, glaube ich, gesagt, im Deckumbau, von daher... Gibt es noch die Punktzahl, beziehungsweise die Note, und das ist ein C. Weil, wie gesagt, Voiceless Voice hat seine Hochzeit hinter sich, ist immer noch okay, aber die Umsetzung ist nicht ganz gelungen. Deswegen dafür noch ein Abzug, was uns zu einem C führt. Ja. Gut, dann sieht man sich nächste Woche wieder bei Meta-Matches in der quote-unquote neuen Meta. Mal gucken, wie es läuft. Bis dahin. Ciao.